willkommen zu diesem weiteren Daily Vlog, meine Freunde. Und willkommen zu einem weiteren Tag in meinem Leben. Willkommen zu einem weiteren Tag im Hey House. Willkommen zu einem weiteren Tag mit Flash. Flash, komm her! Ja, komm her! Dieser Hund ist einfach der witzigste Hund, den es gibt, Leute. Ich habe ihn dann vorhin erwischt, wie er in der komischsten Position ever geschlafen ist. Hier seht ihr Flashback. Leute, ich kenne keinen Hund, der so blöd schläft. Er schläft so. Ja, guten Tag. Ja, wer schläft so blöd? Dieser Hund ist der coolste Hund der Welt, Alter. Was macht er mit seinem Leben? Welcher Hund macht sowas? Macht euer Hund sowas? Bitte, sendet Hilfe. Mit dabei auch heute mal wieder Jona. Und wieder nicht in der Beschreibung verlinkt. Was ist jetzt am Rennen, gell? Der Spaß hat auf jeden Fall wieder in der Beschreibung verlinkt. Leute, heute ist ein glorreicher Tag. Und zwar haben wir zwar noch keine Küche, aber wir haben etwas richtig Krasses zu unserer Küche dazu bekommen. Zelda, zeig es uns. Kommen Sie mal mit. Oh, da seid ihr ja wieder. Empfehlung aus der schönsten Küche. Kommen Sie mal mit. Zwei neuesten Geräte bei uns. Unter anderem einen Wasserkochere. Gongosola. Oh, der sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Aus feinster Küche, nicht aus Real. Was ist das? Was ist das? Was steckt da drunter? Darf ich vorstellen? Ein Mikrowelle. Aber Leute, ich glaube, heute benutzen wir so ein bisschen den Wasserkocher, denn... Leute, ihr wisst es ja, wir sind Fans von diesen Yum-Yum-Nudeln. Wir haben heute aber richtig viele von diesen Yum-Yum-Sorten. Leute, wir haben auf jeden Fall richtig viele von diesen Yum-Yum-Nudeln als verschiedene Sorten. Und zwar haben wir hier einmal ultra-scharfe Huhn, hier einmal mit Ente, dann haben wir einmal mit Garnelen und Schrimps, ja, musslos. Das probierst du dann alle, ne? Safe, Schrimps beste. Echt? Ja. Yeah. Und meine Freunde, haben wir hier nochmal Shinkom-Nudelsuga. Das war italienische... Alter, wie viele haben wir denn davon? Da muss ich aber los, Digga. Also ich glaube, da sind auf jeden Fall einige am Start. Mit was fangen wir heute an? Was kochen wir heute? Die Einweihung unserer Küche. Garnelen ist wahrscheinlich das Highlight, oder? Wir können auch alles zusammenpacken in so einen Bottich, Alter. Nein. So eine Mega-Suppe. Okay, lasst 100.000 Likes, dann machen wir das. Für die Mega-Nudelsuppe. Da drin baden. Ja, Mikro. Nein. Wir wollen die Schrimps sehen. Oh, bitte lass da keine Mini-Schrimps drin. Aber die trotzdem. Da sind wirklich Mini-Schrimps. Das sind die Schrimps, da sind Schrimps drin. Da sind Schrimps drin. Probier mal einen trockenen. Warum? Ey, probier einen trockenen Schrimp. Ist den. Das stinkt nach. Das muss doch ekelhaft sein, oder? Ist nur staubig. Okay, meine Freunde, würde ich sagen, wir packen. Der Nachgeschmack ist ganz nicht. Echt, ne? Das ist fischig jetzt langsam. Ja, das ist so ekelhaft, Digga. Boah. Nee. Der Gongosola-Geschmack kommt jetzt nicht mit her. Italiano. Leute, jetzt kommt unser Italiano-Wasserkocher. Oh mein Gott. Gongosola. Warum labe ich das die ganze Zeit? Ich glaube, wir sind die ersten Menschen auf diesem ganzen Planeten, die einfach mit so scheiß Nudelkocher auf dem Boden so dumme Nudeln machen. Ach, Quatsch. Okay, lass. Es gibt bestimmt mehr. Nein, eigentlich. Du machst es jetzt nicht da rein, oder? Klar, ist das voll Idiot. Hä? Bist du behindert? Ich mach das da rein. Wir machen das da rein. Warum machen wir das nicht da rein? Was ihr denn macht? Digga, so wie man es eigentlich macht? Wie denn? Wie macht man das denn eigentlich? Ja, das schmeckt irgendwas. Nein. Du wolltest das wirklich in den Wasserkocher? Ja, wollte ich in den Wasserkocher machen. Ja! Ja! Ich hab halt noch nie gekocht, okay? Hol mal irgendwie eine Gabel oder so. Wir haben keine Gabel. Okay, meine Freunde, ich glaube, es ist fertig. Seid ihr ready für die leckeren Schrimps? Digga, ich hab ein bisschen Angst davor, bin ich ehrlich, ne? Warum? Ich hab sowas noch nie gemacht, okay. Oh, und es stinkt richtig. Es stinkt so krass, Digga. Damit wir den richtigen Gongosola-Geschmack haben, Digga. Kommt da noch ein bisschen Schärfe rein. Gott, das ist richtig satisfying. Wir machen noch eine Packung scharf rein. Holen wir noch eine Packung scharf. Oh mein Gott, was machen wir hier? Und egal, wenn wir jetzt noch diese Packung reinmachen, dann bist du tot. Oh, du bist okay, Leute, ich glaube, unser erstes wirkliches Essen, was wir hier jemals hergestellt haben nach dem Raclette, ist fertig. Leute, seht euch das an, wie lecker das aussieht. Ich will es gar nicht mehr probieren. Ich übergib's dir einfach, okay? Leute, das ist jetzt zweimal Schärfe und Garnelen. Probier mal so erstmal so. Okay, Digga, gönn dir. Oh! Ist es scharf? Es ist schon sehr scharf. Probier doch mal. Okay, ich bin gespannt. Das ist echt nice. Boah, tschüss! Das ist echt scharf, oder? Das ist ja ultra scharf. Meine ganze Kehle brennt, Alter. Oh, ich snack das auch, Alter. Das kannst du nicht ganz essen, Junge. Warum? Alter, Junge, das kannst du nicht machen, Alter. Oh doch, das soll der Mauer nähe. Das kannst du doch nicht essen, Alter. Hält das aus. Okay, Leute, ich würde sagen, das war Kochen mit Hey Moritz. Okay, meine Freunde, von einer dummen Idee zu einer dummen Idee. Leute, jetzt geht es richtig ab. Das hier sind auf jeden Fall richtig viele Kaugummis, Leute. Normalerweise genießt man die richtig. Wir werden aber heute eine kleine Challenge machen. Und zwar, jeder von uns hat zwei Packungen davon. Und wir müssen jetzt versuchen, so möglichst viele in unseren Mund zu stecken. Dummier. Und das Ding ist aber, du darfst nicht kauen, bevor du alle drin hast. Also es muss halt, du darfst halt nicht kauen. Also die dürfen halt die ganze Zeit nicht gekaut werden. Das heißt, ja, okay. Ich hab noch so ein bisschen Schrimp irgendwo. Okay, Leute, beide von uns haben 56 Kaugummis. Die Nein. Hier... Jeder 28. Scheint dunkel. Wieso? Oder? 14? 28.
Okay. Noch über 56 Kaugummis, Leute. Nur um mal zu sehen, wie 56 Kaugummis aussehen, Leute. Okay, Leute, das sind alle Kaugummis, die ich jetzt auf jeden Fall gleich irgendwie versuche. Digga, wie soll das gehen? Das passt knapp. Wie soll das in meinen Mund gehen? Okay, Leute, also wir beide müssen auf jeden Fall, du jetzt gleich deine Packung, ich meine Packung, und wir müssen versuchen, das irgendwie zu essen. Are you ready? Ja. 3, 2, 1. Warte. 1. 1, nicht kaum, ne? Nein. Warte, wir müssen 2. Fuck, was machen wir? 4. 5. 6. Das ist doch voll. Wie fühlt ihr euch gerade so? Super geil. Also ich muss jetzt mal so sagen, also so gefällt sie mir am meisten, also wenn ihr einfach nur die Schnauze hält. Ich penne ein bisschen. Ey, wie geil wäre das, wenn ich jetzt einen von euch zum Lachen bringe. Ey, wie geil wäre es jetzt, wenn ich euch zum Lachen bringe und ihr so wie so ein Minigun so alles auf mich schießt. Noch eine Anzeige, ne? Guck mal, das ist so bunt. Hör auf! Ja, Digga, du bist so ekelhaft, wie hast du hinbekommen? Sind bei mir in die Speiseröhre gefallen. Ja, der hat schon mehrere Sachen im Mund gehabt, nicht nur Kaugummis. Oh, scheiße. So wie so ein verfressener Gorilla. Ist das ekelhaft. Okay, Leute, seid ihr bereit für den größten Kaugummi der Welt? Boah, sie sollen wie ein ausgekotzter Burrito, Alter. Okay, das war wirklich, ich glaube, einer der dümmsten Sachen, die wir bis jetzt jemals gemacht haben. Start mit gestern. Oh mein Gott, Digga. Okay, meine Freunde, ich würde sagen, hiermit wird dir offiziell der Orden für größeres Mundvolumen übergeben, Digga. Dankeschön. Da steht wirklich Orden für großes Mundvolumen drauf. Jetzt offiziell die größte Klappe hier. Okay, meine Freunde, ich würde sagen, dafür mit diesen Worten beenden wir diesen wunderschönen Vlog. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Geht auf Facebook.de und durch den besten, sexiesten Lightning-Watch der Welt. Und ich würde sagen, Leute, das war's. Lasst ein Abo da, haut rein und ciao! Still count wins when they got it. On record, off record, I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record, deals. Tell them Tucker Collins for the quote. On record, off record, I still want the act, not the ghost.